gerechnet Jenna Behrens, künftige CDU-Bezirksverordnete, erntet für ihre Sexismusvorwürfe aus den Kreisen der Union massive Kritik. Eine Schlammschlacht, wie sie sagt. Was mich tatsächlich belastet, sind die persönlichen Angriffe, die mit der ganzen Sachfrage nichts mehr zu tun haben und nur dem dienen, mich unglaubwürdig erscheinen zu lassen und, man kann es so hart formulieren, zu vernichten. Und damit klarzukommen, ist das, was schwerfällt. Der Kampf ist hart, sehr, sehr, sehr viel härter, als ich jemals erwartet hätte. Es zeigt mir jetzt, wie Politik funktioniert, und ich bin erschreckt, dass es tatsächlich so schlimm ist und so persönlich wird und dermaßen harte Bandagen ausgefahren werden. Nun steht sie im Mittelpunkt der CDU-Debatte, nicht aber ihre Sexismusvorwürfe, für Jenna Behrent symptomatisch, wie auch der geringe Frauenanteil in den Unionsgremien. Man muss alle Zahlen nun mal durchgehen, in den Ortsvorständen, in den Kreisvorständen, im Landesvorstand, in der AGH-Fraktion. Überall ist eine erschreckend niedrige Frauenquote, und das steht natürlich symbolisch dafür, dass Frauen es schwer haben, in diesen Gremien irgendwo aufzutauchen und auf einem weiter vorne stehenden Listenplatz zu kommen. Der Frauenanteil in den Fraktionen des neuen Plenums sieht sehr unterschiedlich aus. SPD 15 Frauen von 38, Grüne 15 von 27, Linke 14 von 27, FDP 2 von 12, AfD 3 von 25 und CDU 4 Frauen von 31. Zum Thema Sexismus will die Union jetzt die Frauen der Partei nach ihren Erfahrungen fragen. Man müsse sich dem Thema stellen. Über gesellschaftliche Veränderungen und dem Umgang miteinander und auch die Frage, wie begegnet man sich mit Respekt, Männern und Frauen, und was sind Grenzen, die man nicht überschreiten darf, kann man immer reden. Jenna Behrens möchte eine Entschuldigung aus der Union. Ein Austritt aus der Partei kommt für die 26-Jährige aber nicht in Frage. Die Potsdamer Straße in Schöneberg war heute über Stunden blockiert. Warum? Das weiß keiner.